Oh. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich wollte heute mit euch noch einen kleinen Walkaround hier in das Turtle Bay Beach Hotel machen. Ich rede mal nicht so laut, weil es ist relativ früh, aber dann kann auch niemand stören heute Morgen. Das Zimmer haben wir euch bereits gezeigt und wir sind hier direkt hier am Erwachsenenpool. Sehr schön, aber da gehen wir doch gleich nochmal vorbei. Ich sage mal jetzt den Erwachsenenpool dazu, weil Kinder unter 18 Jahren sind hier nicht erlaubt. Keine laute Musik. Aber es gibt ja noch einen zweiten Pool hier, den zeige ich euch dann auch gleich. Das Schöne ist, hier ist 1,80 Meter tief und die Bahn ist relativ lang. Da kann man auch ordentlich mal in der Bahn schwimmen, wenn man möchte. Es ist ja noch relativ früh, also relativ dunkel. Hier an der Seite schön aufgereiht, diese einen kleinen Häuschen mit 3 Etagen, ja, wo jeweils 2 Zimmer sind. Ich mache jetzt auch mal keinen Schnitt, damit ihr mal seht, wie weit die Wege hier sind. Ja. So, von hier aus werde ich jetzt mal einen direkten Weg hoch machen zur Lobby. Der Garten ist schön angelegt. Hier ist nochmal eine Toilette, falls jemand zwischendurch im Laufe des Tages noch Bedürfnis hat. Man muss natürlich auch sagen, dass das Hotel wahrscheinlich die besten Jahre hinter sich hat. Es bedarf mal einer dringenden Sanierung, sagen wir mal so. So, ihr merkt schon, von unserem Zimmer bis zur Rezeption muss man so einen kleinen Schritt laufen. Das ist aber okay. Ich glaube, hier sind es insgesamt so über 150 Zimmer. Die verteilen sich aber sehr gut. So. Bevor wir jetzt aber aus der Lobby kommen. Noch was sehr Interessantes hier im Hotel. Ihr hört das, glaube ich, schon. Hier ist ein kleiner Teich angelegt und da gibt es eine Kolonie von Webervögeln. So, auf der Seite ist die Lobby mit so ein paar Souvenirgeschäften. Gehen wir jetzt nicht rein. Wir wollen ja niemanden stören. Guten Morgen, mein Freund. Ihr seht also, die Webervögel sind ziemlich zutraulich. So, das hier war scheinbar mal das Hauptgebäude von dem Hotel. Hier gibt es auch noch 3 Etagen mit Zimmern. Ich konnte aber nicht herausfinden, ob die Zimmer jetzt unterschiedliche Kategorien haben oder warum die unterschiedlich sind. Mit Informationen wird man hier sehr wenig versorgt.
So, jetzt geht es dann wieder steil bergab mit uns. Den Weg müsst ihr dann immer nehmen, wenn ihr irgendwo zum Essen wollt oder an den Hauptpool. Hier, ganz auch wichtig, kinderfreundlich. Hier gibt es einen eigenen Kids Club, wo die Kinder tagsüber betreut werden. Jetzt ist es sehr, sehr dunkel hier, wird nicht so viel erkennen. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die Treppe runterstürze. Hier gibt es auch noch einen kleinen Kinderspielplatz. Ja, und hier sind wir dann an dem Platz, wo das meiste Leben abspielt hier. Das ist der Hauptpool. Und eigentlich auch der große Speiseraum. Hier ist eigentlich immer was los. So, hier gibt es noch einen kleinen Hinweis. Man kann hier kostenlos eine kleine Schnupperstunde im Tauchen nehmen. Liegen waren eigentlich immer ausreichend vorhanden, obwohl wir sind ja immer am Erwachsenenpool. So, jetzt gehen wir mal hier hinten rum. Hier ist noch so eine Art Sportecke mit zwei Tischtennisplatten. Und oh, hier ist jetzt ganz, 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 ganz im Dunkeln. Ihr werdet es nicht sehen, aber es ist eine Dartscheibe. So, dann geht es hier den Weg hoch. Den gehen wir jetzt nicht hochgehen. Da ist eh zu. Da ist so eine Art, ja, ich mache mal in Anführungsstrichen, Beauty-Salon. Da kann man sich eine Massage holen oder Maniküre, Pediküre. So, und hier seht ihr noch mal ganz toll den Pool und den Speisesaal. So, hier an der Stelle hat noch zu, da könnt ihr euch eure Strandtücher ausleihen. Nicht ausleihen, aber holen und frische holen und tauschen. So, jetzt schauen wir uns mal den schönen Sonnenaufgang an. So schön Wetter heute nicht. Es ist wieder wolkig. Das ist allerdings auch so ein kleines Manko hier. Nicht ganz so einfach an den Strand zu kommen. Man muss sich hier mal abmelden. Ja, und zu den normalen Zeiten hat man dann hier am Strand auch die typischen Tunverkäufer, ja, die ziemlich lästig hinter einem herrennen. Da muss man schon ein bisschen hart gesonnen sein und das kennen wir aus Asien so nicht, aber es ist ja ein bisschen so afrikanische Mentalität. So, hier vorne ist dann noch so eine Art kleine Bar. Ja, zu früh zum Essen ist ja so, kann man sich hinsetzen, Kleinigkeit trinken. Also angelegt ist die Anlage sehr, sehr schön. Nur halt schon etwas in die Jahre gekommen. Was hier natürlich auch immer ist, haufenweise Personal. Also wo die das ganze Personal hernehmen, ich weiß es nicht. Wie die das finanzieren, weiß ich auch nicht. Aber es sind schon sehr, sehr viele. So, jetzt wo wir an der Bar vorbei sind, sind wir auch schon wieder am Quietpool, also am Ruhepool. Ich sag ja mal, der Pool für Erwachsene. Und da haben wir gestartet mit unserer Tour. Aber da es jetzt ganz früh am Tag ist, werden wir die Zeit mal nutzen und werden mal ein Stück runter an den Strand gehen.
Der Sand ist zwar sehr schön, aber man hat hier überall diesen Seetang. Das ist also dann weniger schön. Ich werde jetzt auch nicht weitergehen am Strand entlang. Ich glaube, ihr hört, ich brauche eine Tasse Kaffee. Jetzt drehen wir uns nochmal um und schauen uns nochmal aus der Perspektive an, das Hotel. Ja, sehr schön. Aber man merkt auch nebenan, ein ganz modernes Hotel. Da ist schon ein Unterschied. Ich gehe jetzt eine Tasse Kaffee trinken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und erleichtert euch die Entscheidung, ob ihr denn hier Urlaub machen wollt oder nicht. Als Ausgangspunkt finde ich Safari sehr schön. 14 Tage hier bleiben, ja, wenn man Taucher ist. Aber ansonsten sind die Möglichkeiten hier doch sehr begrenzt. So, jetzt habe ich nochmal dazwischen gequatscht. Also nochmal, jetzt ist das Video auch wirklich Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Abonniert fleißig den Kanal, schreibt Kommentare ohne Ende. Und dann bin ich vielleicht motiviert und mache nochmal das ein oder andere Video für euch. Und bis dahin, ciao liebe Freunde.